Ja, hallo, herzlich willkommen zu HIZ in Video. Ich habe hier eine alte Analogkamera und hier vorne stehen noch zwei rum, kann man drei Stück draus machen. Und hier steht auch ein Alienos 6 von Erfi, also dieses Messsystem. Und die spielen gleich alle eine Rolle, weil wir wollen für die mal Anzeigen machen oder Plakate oder Displays machen. Und dafür hat Cyberlink eine schöne Software zusammengebaut, die Promeo. Die basiert viel auf Routinen, die man im Color-Direktor, im Power-Direktor oder im Fotodirektor wiederfindet. Ich zeige Ihnen dazu mal ein ganz klein bisschen was. Also was ich gemacht habe, ist, um weiterzukommen hier, ich habe einfach mal ein Foto hier von dem Alienos gemacht und sonst weiter nichts. Und das ist dann daraus gekommen, das war eine Möglichkeit, habe ich einfach mal bauen lassen, eine Anzeige. Oder habe hier die drei Kameras sorgfältig fotografiert und habe dann so eine super Flash Sale, irgendwas billig Anzeige dazu gemacht. Oder hier dann so eine kleine Animation gemacht, wenn man das zum Beispiel auf einem großen Display im Fenster laufen lassen will. Oder habe hier so ein, nee, das war der Günther Spanner mit seinen elektronischen Lasten und habe dann auch da mal so einen kleinen Film draus gebaut. Da hört man jetzt keinen Ton, das müssen wir vielleicht ein bisschen anders machen, denn für die Kamera gibt es einen Ton dahinter. Ja, und so weiter und so weiter. Und auch für die Lasten habe ich dann eine copyright-freie Musik dazu gelegt. Die ist in dem Programm, kann man die, wenn man die Volllizenz hat, kostenlos runterladen, um die dafür zu verwenden. So, die Software, da ist sie, ist eben die Promeo von Cyberlink. Die kann man entweder mieten im Monat oder es gibt eine Gratis-Version. Da kann man die Grundfunktionen schon mal ausprobieren und sich schon mal einen Eindruck davon verschaffen, was die Software so alles kann. Es gibt auch für die Tablets und Smartphones Apps, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die haben allerdings dann auch einen etwas eingeschränkten Funktionsumfang, genau wie hier diese freie Version. Aber zum Kennenlernen ist die gut. Und die läuft jetzt hier auf einem Windows-PC in dem Falle. Wir gucken uns das mal an. Dazu muss ich sagen, das läuft jetzt nicht auf dem Rechner hier, sondern das läuft auf einem anderen, auf dem ich per Fernbedienung verbunden bin. Das hier ist die Software. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne, nehmen wir das Alienos, das ist zufällig vorbereitet, ich möchte eine Vorlage mit künstlicher Intelligenz erstellen. So, dann habe ich hier schon mal Texte eingegeben, sorgfältig, Alienos 6 von Erfi, Alienos 6, das Messsystem von Erfi für jedes Labor und jede Servicewerkstatt. Hätte das gerne in einem 16:9 Verhältnis, man kann auch alle, dann malt er die in verschiedensten, können wir auch mal, nehmen wir alle Formate und dann braucht man natürlich noch ein Bild. Dazu nehme ich jetzt das Foto, das ich von dem Alienos gemacht habe, das ja nicht sonderlich gut ist. Das ist das Erste, was er macht. Ich habe gesagt, hier Hintergrund entfernen, dass er nicht mehr den komischen weißen Hintergrund hat, sondern dass er freigestellt ist. Nun, jetzt mache ich, mach einfach mal. Was jetzt passiert, jetzt wird per KI werden Vorschläge gemacht. Verschiedene Designvorschläge, die interessanterweise auch jedes Mal anders aussehen, wenn man das nochmal laufen lässt. Und da kann man sich hinterher dann das aussuchen, was man möchte und das dann weiterverarbeiten, zum Beispiel verbessern hinterher. Und ich habe jetzt im Moment noch keins gefunden. Ich hätte gern so ein 16:9 Format. So, was kommt denn da? Da kommt noch mehr. 25% off, machen wir nett. Und da, der macht also hier, ich weiß nicht, wie viel vor, ich habe da noch gar nicht gezählt. Nehmen wir mal den hier. So, jetzt habe ich hier, ich klicke den an und sage bearbeiten. Jetzt kann ich an diesem Bild arbeiten. Er besteht also aus verschiedenen Elementen. Hier, das sind die Schriften, die ist Learn More unterlegt. Also erfahre mehr, den kann man natürlich auch ändern. Kann er sagen, weiter. So, komm, zack. Sowas, da kann man machen, kann den auch richtig stellen. Man kann auch die Schriften ändern oder man sagt, ja, der sollte lieber hier oben hin und das hier weiter unten.
Kann man machen, wie man Kleingeld hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Auch den Hintergrund hier, das ist jetzt in dem Falle ein Bild, den könnte ich auch ändern. Kann zum Beispiel sagen, ich lasse mir von KI einen Hintergrund machen. Und zwar gibt es denn hier, da ist er, das gibt so einen Text-zu-Bild-Generator, den man ja aus dem Photoshop auch, auf dem Fotodirektor auch kennt. Und kann zum Beispiel sagen, eine Laborumgebung mit drei Tischen und verschiedenen Messgeräten. So, sind wahrscheinlich wieder 1000 Schreibfehler drin, egal. Ich sage es einfach mal, guck mal, was du machen willst. Und jetzt geht er einfach her. Das passiert übrigens jetzt in Taiwan. Die werden die Anforderung wird nach Taiwan geschickt und die Vorschläge kommen dann zurück. Da kann man dann sowas nehmen, und das gefällt mir noch gar nicht. Hier haben wir das Grün von Elionos noch mit Tricks. Okay, sage ich möchte gerne die verwenden. Und die wird dann zum Design hinzugefügt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist gegenüber den anderen sehr hell und sehr klar. Deswegen kann ich hier zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, in dem Fall eine Unschärfe reinrechnen. Das war ein bisschen viel so. Da kann man noch ahnen, was da ist. Hier eventuell eine andere Farbe nehmen, die ist hell. Nehmen wir doch einfach mal ein Schwarz da. Oh, das geht so. Oder ein richtig knalliges Gelb. Ja, das geht doch ganz gut. Und dann machen wir die Schrift noch bold. So, und dann haben wir schon eine bessere Übersicht. Also sehen, mit ein paar Klicks habe ich die Anzeige jetzt umgebaut und habe sie eventuell besser gemacht oder schlechter. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich möchte zum Beispiel das Elno 6 möchte ich größer haben. Und was ich auch machen kann, ich kann den mit den KI-Tools sagen, ich möchte den verbessern. Ein Image-Enhancer drüber laufen lassen, der auch aus dem Fotodirektor ja bekannt ist. Und damit wird dann das schlechte Foto, das ich hier habe, naja, es geht so, das Foto wird dann nochmal verbessert. Das dauert jetzt einen Moment, weil ja, wie gesagt, der Rechner ist da schon, ja, da kann man auch vorher, nachher irgendwo gucken. Ja, sieht da schon gut aus. Dann sage ich, nee, hier kann man vergleichen. So, das ist vorher ein bisschen unscharf, das ist nachher viel klarer, die Farben sind allerdings auch etwas anders. So, und hätte jetzt im Prinzip eine Anzeige erstellt, die ich entweder in der Zeitschrift oder auf einem Plakat oder sonst wo veröffentlichen kann. Wie gesagt, es geht sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Wir können ja mal was anderes probieren. Wir nehmen mal eine neue Datei. Also das kann man natürlich jetzt exportieren in irgendeinem Format, JPEG oder sonst irgendwas. Und dann zum Beispiel auf einem großen Bildschirm zeigen, im Laden oder sonst was. Oder wir machen ein neues Design mal. Und zwar haben wir ja die schönen Kameras. Sagen wir hier, wir machen das jetzt speziell für, sagen wir für, haben wir da irgendwo Bilder? Ja, machen wir es für Facebook. Nein, nicht speichern. Das war nicht gut genug für unseren Geschmack. So, und jetzt haben wir hier auch ein leeres Bild in dem Falle. Das könnte ich jetzt auch zusammenstellen und könnte sagen, ich nehme jetzt hier irgendeinen Hintergrund als Hintergrund, so irgendwas. Nimm mir jetzt das, was ich als Gerät haben möchte. Machen wir denn Fotos. So, möchte jetzt hier die drei Kameras haben. Naja, die stehen jetzt da ein bisschen groß rum. Naja, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich mache das an sich lieber, ein neues Design. Und zwar, nee, da haben wir doch alles so zusammen. An sich sollte das gar nicht in den Hintergrund. Schmeißen wir den wieder weg. Ist jetzt egal. Man kann dann natürlich auch hier, denn wenn man das selber machen will, Texte zusetzen. Müssen wir hier mal schauen, wo die Texte sind. So, und da sagen wir dann, das gibt ein Sonderangebot. Ups, das ist nicht Limited Offer. Das wollten wir komplett nehmen hier.
So. Und schieben das mal hier hin und sagen dann Flash Sale, hier sind die Sachen für die Anzeigen. Da. Was haben wir denn da noch so? Und gibt es irgendwo so Flash Sale? Ah, Last Chance, Last Chance. So viel gibt es davon ja gar nicht mehr. Diese Analogkameras, die sind ja eher selten geworden. So, und sagen wir noch Super Sale. Oh, da waren jetzt zweimal. Man muss das schon richtig anpacken, damit man das Ganze kriegt. Den Super Sale haben wir auch zweimal, da können wir einmal wegschmeißen. So, jetzt nehmen wir hier den Super Sale und schieben den, der gehört hier hin. Limited Offer, Super Sale, ein bisschen kleiner. Und Sie sehen, da kann ich auch da ein recht einfach ein billiges Plakat erstellen. Und hätte dann schon eine Anzeige, die ich vorzeigen kann. Dann kann man natürlich noch animieren. So, das haben wir jetzt, das wollen wir jetzt nicht mehr. Oh, nicht den. Ich möchte da den hier animieren. Und zwar kann man das jetzt machen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier die Limited Offer, die soll 8 Sekunden dauern. Das ist jetzt hier so die Standardeinstellung, habe ich gelassen. Okay, so fertig. Und na komm. Entschuldigung, jetzt könnte man die natürlich noch in der Ebene verändern oder man kann die auch animieren, dass die später reinfliegen und dann passiert dann eben sowas, wie wir soeben gesehen haben. Das dauert, wenn man sowas machen will, muss man ein bisschen mehr Zeit haben. Dann kann man dann auch sowas, wenn man die drei Fotoapparate sowas hier hinkriegen, dass da eine Animation passiert, dass dann hier eben die Sachen dazukommen. Bloß, da braucht man ein bisschen, da reichen die paar Minuten hier nicht aus. Das geht, wenn man das einmal richtig hat, geht es relativ einfach. Wenn ich sowas mache, würde ich das dann immer so machen, ich schmeiße das mal weg einfach. Einfach wieder sagen, hier, ich möchte gerne mit KI etwas erstellen. Und zwar, sagen wir, Fotos, Fotoapparate. Das ist ein Sonderangebot. So. Super billig und beste Qualität. Sowas Ähnliches. So, das Ganze im, ja, machen wir 16 zu 9 Format. Wir nehmen jetzt wieder unser Bild dazu. Da. Also das ist das, so wie ich es machen würde mit Romeo. Ich würde einfach dann sagen, komm, jetzt mach mir doch mal was. Und hinterher kann man denn da immer noch dran rummanipulieren und es so optimieren, dass es wirklich so ist, wie man selber seine Anzeige oder seine kleine Animation oder was haben möchte. Naja. Das ist noch nicht so wirklich billig. Na, perfekt sind die Kameras nicht. Nehmen wir doch die hier, die gefällt mir gut. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir damit so anfangen können. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Dauer, 8 Sekunden wird das wieder sein. Ja, dann können wir das Foto bearbeiten. Wir können also auch hier wieder den Image Enhancer drüber laufen lassen. Der wird dann in der Qualität besser. Bei den Fotos ist das schon mal sehr, sehr schön. Und komm. Dann kann man natürlich auch den Schriften reinfliegen lassen. Ich versuche das mal, ob das geht. So. Jetzt haben wir den fertig. Dann können wir es auch ein bisschen größer machen.
So, Logo brauchen wir keins. Ups, ups. Den schmeißen wir weg. Bei den Schriften, da, die sind ein bisschen weit auseinander. Eventuell wird man die fett machen, die Schrift. So, und jetzt kann man natürlich noch so ein paar Sticker dazu bauen. Die haben wir hier. Verkauf. Und haben jetzt hier Special Offer. Hier kommt Special Offer hin. Dann haben wir Flash Sale. Da stimmen zwar die Farben nicht 100% hier, aber das soll auch egal sein. So, und was haben wir sonst noch? Coupon? Ne, machen wir nicht. Limited Time Offer. So, wenn schon schlimm, dann muss es richtig schlimm sind. Richtig schlimm sein. So, müssen wir lieber gleich was drüber ziehen. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, mach doch eine Animation dahin. Und zwar soll der hier sowas, na, hier so soll er reinkommen und hinten soll nichts sein. Der hier, der soll reingeflogen kommen. So, das ist ganz schön. Und die Special Offer, die machen wir noch mal mit Ausblenden. So, jetzt habe ich hier im Prinzip eine kleine Animation gebaut. Und wenn ich das neu laufen lasse, dann kommen eben die Sonderangebote und sowas rein. Man kann dann an den Timings noch von ändern, dass die nacheinander reinkommen, wenn man da drauf geht und sagt dann hier Dauer. Dann zeigt er hier unten an, dann sage ich, okay, der soll an sich erst nach 3 Sekunden reinkommen. So, und hier der Flash Sale, ja, den lassen wir direkt drin. Und den Limited Time Offer, den fange ich, ne, das war jetzt für alles, Limited Time Offer, da ist er, Dauer, der geht hinterher, der geht nach ein paar Sekunden weg. So, und jetzt kann ich mir die Animation hier mal ansehen, wenn die von vorne anfängt. Dann kommen die rein, der verschwindet jetzt hier gleich, hier kommt der verschwindet. Und so kann ich dann damit rumspielen. Und dann, wenn ich das Ganze exportieren will, mache ich daraus einen MP3-Film, Entschuldigung, MP4-Film und ja. Speichere den da rein, der soll irgendwie heißen und sage produzieren. Dann macht er mir jetzt einen MP4-Film daraus, sodass ich den eventuell auf so einem großen Display im Fenster oder wo auch immer einsetzen kann. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, ist das die tolle Anzeige, die wir so zusammengebaut haben. Naja, richtig toll ist sie nicht, aber es ist eine Anzeige. Ja, und das ist das, wie man einfach mit Promeo Anzeigen erstellen kann. Also das hat mir viel Spaß gemacht, diese Sachen. Wenn man muss ein bisschen Zeit haben dafür, dann kriegt man auch ordentliche Anzeigen hin. Und dann kann man auch irgendwas erstellen, dass man auch so einen alten nostalgische Fotoaufnahmemaschinen, dass man die eventuell auch bei eBay verkauft kriegt. Und für sowas hier, für ein seriöses Messgerät, da nimmt man dann eben lieber die seriösen Anzeigengestaltungen, nicht Flash Sale oder sowas. Das wäre ja Blödsinn da. So, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf Ihnen noch einen wunderschönen Tag wünschen und wir sehen uns bald wieder hier bei HEZ in Video.